20. Spieltag in der Allianz Frauen Bundesliga. Das Verfolgerduell zwischen dem SC Freiburg und der SGS Essen, die angetreten war. Natürlich wieder mit Lea Schüller, die Top-Torjägerin. 100. Bundesligaspiel für die 21-Jährige und sie hatte gleich die erste Torchance. In der 16. Minute prüfte sie Lena Nuding im Kasten der Sportclubs nach dieser feinen Vorarbeit von Turit Knag, aber der Schuss von Schüller dann zu unplatziert. Die SGS, die dominante Mannschaft in den ersten 45 Minuten und dann kommt dieser herrliche Pass auf Nicole Anjomi auf dem Weg zur Führung. Nein, denn Janina Minge war in dieser Situation noch rechtzeitig dran, macht ihr linkes Bein lang und verhindert diese Torgelegenheit für die Gäste, die dann nochmal kamen. In der 38. Minute dieser Freistoß, dann Chaos im Freiburger 16-Meter-Raum. Einmal, zweimal, dreimal und dann hat wieder Lena Nuding die Sache sicher im Griff. Ramona Petzelberger, die letzte am Ball. Zunächst lässt Nuding den Ball fallen, dann kommt Danica Wu, Schüller abgeblockt. Nochmal die Hereingabe, aber es sollte nicht sein. Es blieb beim 0:0 bei Regenwetter im Breisgau nach den ersten 45 Minuten. Der zweite Durchgang startete wesentlich schwungvoller. Der Pass von Manju Wilde auf Turit Knag, die kommt zum Abschluss, geht dann aber zu Boden. Und dann, Sie haben es gehört, der Pfiff von Schiedsrichterin Marina Wozniak. Elfmeter und Wilde übernimmt die Verantwortung, 1:0, 52. Spielminute. Die Kapitänin seit dem ersten Spieltag hatte sie nicht mehr getroffen, bringt die SGS also in Führung. Die Freiburger Antwort, nur wenige Momente später. Traumhafte Kombination über die rechte Seite. Und dann ist es Sandra Starke auf dem Weg zum Ausgleich, aber Jill Strüngmann durch das Verletzungspech auf der Torhüterposition bei der SGS wurde sie reaktiviert. Und hier ist sie glänzend positioniert mit der Schulter. Vereitelt sie diese Chance. Wenige Momente später. Eckball, Manju Wilde und Kopfball von Lena Oberdorf. Die 17-Jährige in der Innenverteidigung aufgeboten mit ihrem 8. Saisontor, hat seit dem 11. Spieltag nicht mehr getroffen, aber hier wuchtet sie den Ball vorbei an Lena Nuding zum 2:0. Die vermeintliche Vorentscheidung, aber danach spielten nur noch die Freiburgerinnen. Sharon Beck auf Clara Bühl und plötzlich der Anschlusstreffer. Julia Gwynn, 8. Saisontreffer und es war das goldene Händchen von Trainer Jens Scheuer. Beck und Bühl zuvor eingewechselt, bereiten diesen Treffer vor. Und dann wurde das eine ganz heiße Schlussphase. Hier mit Julia Gwynn und Sandra Starke. Nochmal artistisch in der Nachspielzeit. Im Fallen übers Tor. Und damit blieb es nach aufregenden 90 Minuten beim 2:1 für die SGS Essen. Zum 13. Mal in Folge ist die Mannschaft aus Schönebeck ungeschlagen und darf weiter ein Wörtchen um Platz 3 in der Allianz Frauen Bundesliga mitreden.